Liebe Gartenfreunde, der grüne bis gelbe oder graue Belag an Stämmen und Ästen, auch an älteren Zweigen, besteht aus Algen, Moosen oder Flechten, oft auch aus allen zusammen. Besonders an luftfeuchten und schattigen Standorten sowie nach niederschlagsreichen Jahren können sich diese niederen Pflanzen gut entwickeln. Geringe Mengen schaden nicht. Erst praktisch ununterbrochene Beläge hindern die Atmung der Kulturpflanzen. Sie wirken somit wachstumshemmend, denn nicht nur die Blätter atmen durch ihre Spaltöffnungen, sondern auch die Zweige mittels ihrer sogenannten Lentizellen oder Korkwarzen. Neben der Behinderung des Gasaustausches bieten Algen, Moose und Flechten auch Schädlingen Unterschlupf. Als Bekämpfungsmöglichkeit bietet sich an erster Stelle eine geeignete Standortwahl an. Helle, luftige und eher trockene Lagen werden von den drei Baumbewohnern gemieden. Mit einem speziellen Kratzer und einer Drahtbürste können Äste, Stämme und Zweige gesäubert werden. Wer regelmäßig eine Voraustriebsspritzung im März, April, auch Winterspritzung genannt, durchführt, hat kaum befallenes Holz, denn unter der Einwirkung der Spritzbrühe werden nicht nur die Schädlinge, sondern auch die hier diskutierten unerwünschten niederen Pflanzenarten zurückgedämmt. Eine leistungsstarke Rückenspritze mit Teleskopverlängerung ermöglicht die Spritzung bis in die Baumkrone, wie hier die Rückenspritze von Birchmeier. Wertvoll ist auch ein Anstrich von Kalkmilch am Stamm und den dicken Ästen bei trockener und milder Witterung im Januar. Dadurch werden zusätzlich zur Flechtenbekämpfung die Sonnenstrahlen reflektiert, wodurch sich die Stämme weniger erwärmen, was Gewebespannungen und somit das Auftreten von Frostrissen und Frostplatten vermindert. Ich wünsche Ihnen einen kräftigen grünen Daumen. Auf Wiedersehen.